einfrieren. 1, 2, 3. Markiert ein Feld und postiert 3 Dribbler auf einer Grundlinie und einen Spieler ohne Ball als Zähler auf der Grundlinie gegenüber. 1, 2, 3. Der Zähler steht mit dem Rücken zum Feld, zählt laut bis 3 und dreht sich dann zum Feld um. In dieser Zeit dürfen die Dribbler vorwärts dribbeln, müssen aber wie eingefroren ruhig stehen und den Ball mit der Fußsohle kontrollieren, sobald sich der Zähler umdreht. Sieht der Zähler, dass ein Spieler oder ein Ball nicht eingefroren ist, schickt er den Spieler zurück zur Ausgangsposition. Es gewinnt der Spieler, der zuerst die Grundlinie überdribbelt.